Liebe Gemeinde, willkommen zu einem etwas anderen Video. Da ich ungefähr 4.995.278 Mal gefragt wurde, wie genau man nun Siedler-Maps in Siedler 5 einfügt, denke ich, ich sollte mit dem Wünschen nach einem Tutorial mal nachkommen. Findet ihr nicht? Finde ich schon. Und zwar sehen wir hier schon mal die Siedler-Map-Source, meine persönliche Hauptquelle für Siedler 5-Maps und Siedler 6-Maps auch. Die gibt es hier, die Siedler 6-Maps, die auch irgendwann kommen. Aber unser Hauptinteresse liegt ja gerade auf Siedler 5. Also gehen wir zu Siedler 5. Das hier ist der Bereich für Siedler 5. Hier gibt es ganz viele Maps. Und ich werde nun zeigen, wie genau man nun diese Maps runterlädt und wo man die einfügen muss und wie man die einfügen muss, damit das im Spiel alles schön läuft. Zunächst einmal suchen wir uns irgendeine Map raus. Da suchen wir mal vollkommen willkürlich Landsuche. So. Hier haben wir die Map, dann ist hier der Download-Button, das ist natürlich sehr einfach. Dann klickt man drauf und dann wird hier unten runtergeladen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Findet ihr nicht? Jetzt müsst ihr vor allem auf eine Sache achten, wenn das runterlädt. Für welche Spielversion ist das? Hier sehen wir, das ist für Legenden. Das heißt, wir müssen die Map, die wir runterladen, in den Legenden-Ordner reintun. Den finden wir erstmal hier in ihren... Hier ist der Arbeitsplatz oder der Computer, eine Datei, was auch immer, wie auch immer ihr es nennen wollt. Dann auf die Festplatte, wo auch immer ihr Siedler 5 installiert habt. Bei mir ist das C, Programme, Ubisoft, Blue Byte, Siedler 5. Und dann haben wir diesen Ordner hier. Da wir eine Legenden-Map vor uns haben, wir öffnen erstmal die ZIP-Datei. Winra, nein. Und dann sehen wir hier diese, das ist die Map-Datei. Diese Datei ist, beinhaltet die gesamte Map. Und da die für Legenden ist, tun wir die hier rein. Extra 2. Das ist das zweite Add-on. Schrrr, Maps, User. Und dann haben wir hier schon diesen riesigen Haufen an Maps, den ich hier habe. Und da tun wir die einfach hier rein. Fortsetzen. Und jetzt ist die da drinne. Dann können wir diesen Ort, können wir das alles hier minimieren. Ja, auch die Auto-City-Aufnahme. Das ist jetzt gerade voll Meta, weil jetzt könnt ihr hier sehen, wie ich gerade die Moderation für diese Aufnahme aufnehme. Und dann hier starten wir einmal Legenden. Ja, ja. Und dann dürften wir mit den Freispielkarten Landsuche haben. Da haben wir's. Bei Nebelreich ist es eigentlich genau das gleiche, nur dass ihr dafür die Map, also nur dass ihr dafür halt den extra 1 Ordner nehmen müsst. Schauen wir einfach mal, ob wir hier eine Nebelreich-Map finden, damit wir das hier, damit ich das schön demonstrieren kann. Kategorie. Kann ich hier nicht, Na, hier kann ich nicht einstellen, ob ich für Nebelreich oder... Ich wusste das irgendwann, wo das ging. Aber die meisten Maps sind halt für Legenden gemacht, weil denn... Ah, hier haben wir eine Multiplayer-Map, dann... Im Multiplayer wird Nebelreich öfter gespielt als Legenden. Aus Gründen. Ich weiß nicht warum. So, dann laden wir die einmal runter. Das ist eine Koop-Multiplayer-Map. Oh, das ist interessant. So, dann öffnen wir hier. Schnauze Windra. Da haben wir das Ende von Birnheim. Das ist eine... Ja, eine Multiplayer-Map für Nebelreich. Dann haben wir hier extra 1. Das Nebelreich. Selbe Region. Oder der gleiche Link im Endeffekt. Das ist die falsche... Das ist die Landsuche. Dann hier das Ende von Birnheim. Einfach reintun. Fortsetzen. So. Alles wieder minimieren. Nebelreich starten. Einzelspieler, Freispielkarten. Und dann müssten wir hier gleich irgendwo bei 2 das Ende von Birnbein haben. Irgendwo. Da war es, ganz unten. Spiel. Spiel. Hä? Da, Ende von Birnheim. Und damit haben wir eine Legenden-Map. Können wir hier beenden. Und dann wisst ihr jetzt, wie man die Maps installiert. Also dann, liebe Gemeinde, das war's soweit. Hier noch einen schönen Ausblick auf die Siedler Map Source. Der Link zu jeder Map, die ich spiele, ist immer in der Videobeschreibung. Liebe Gemeinde, das war dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß damit gehabt. Oder
Spaß. Ich hoffe, es war euch sehr hilfreich. Wir sehen uns dann. Bis denn. Viel Spaß und Cheerio.